Außenhansen. Hallo Leute und nach über 2 Jahren herzlich willkommen zum 10. Special zu Champions Return to Arms. Deswegen ist hier auch wieder Der Hawk. Ganz genau. Und wir dachten uns, da wir hier eh gerade zusammenhocken, prügeln wir doch mal weiter ein paar Monster undefinierter Art und quatschen mit vollbusigen Damen. Sollen wir quatschen? Oh, komm her, Alter. Begebt euch zur Ebene der Marter und deckt die Verschwörung auf, die Sarins Schergen planen. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Ja, das ist sehr viel Story-Input. Wie wir die Steuerung X ist schlagen. Kloppen, genau. Hier mit dem Steuerkreuz kannst du deinen Zauber auswählen. Mit 3 Kreis halt aktivieren. Das ist Heilung, ja. Heilen und heiliger Schlag. Ja, Segen ist Mana-Regeneration, blendendes Licht ist ja halt blendendes Licht. Alles klar. Blendendes Licht, das finde ich gut. Ja, aber was gibt's da zu sagen? Genau, wie ihr merkt, falls ihr euch das Special davor nochmal anschaut, da klingen wir sehr viel halliger und eigentlich fast gleich. Ah, ich habe hier mal einen Mega-Löffel. Suppentod. Ja, du nicht. Wow. Ja, mal durchgucken. Also hat. Auch schon Weiche her. Ja, eine 40er Stiefel. Oder ist stärker? Ah, wo ist eine Stiefel? 54er. Ja, was soll ich denn damit? Weiß ich nicht. Erstmal saufen. Erstmal haben. Ich habe eine riesige Bullenstatue. Mal gucken, was ich mal hier verzaubern kann. Keine riesige. Ja, riesige. Das ist das Gleiche. Ich kann mit stumpfen Waffen zuschlagen, das freut mich, ja. Das ist sehr schön, dass du das kannst. Ich habe 15 zusätzliche Konstitutionen. Und Heilung. Ich liebe Heilung. In einem anderen Spiel, das wir vielleicht noch hinterher schieben, gibt es halt keinen Heiler, das ärgert mich. Nicht? Nee. Lesen, der Brille nicht auf. Ja, ich habe das nicht mehr hier oben. Davon mal abgesehen. Ja, dann ab in die Ebene der Marter. Du kennst das Spiel eh und auswendig, das heißt, du führst wie üblich. Ich bin der Führer, alles klar. Ganz genau, der bist du. Kann ich mir leben. Ja. Hi, Bullenkopf. Bullenkopf, wie nennt man den Viecher? Minotaurus. Minotaurus? Jo. Kannst du besser in Shadowrun spielen? Wenn du wolltest. Ich wollte, wie ich könnte, wisst ihr, was ich hätte. Synchronkisten kloppen. Naja, nicht ganz beim zweiten Mal. Cool Feature. So Orochimarus. Perverse Alter. Danke. Gott, ich wurde getroffen. Hast du die Heilung? So ganz, okay. So ganz leicht. Wie war nochmal Heiltränke? Schöne Taste, oder? Ja. R2 Heiltrank und den L2 Maratrank. Ja. Ich weiß. Du warst sie Heile. Toll. Brauchen wir ganz dringend. Das Problem ist jetzt natürlich, du sitzt vor dem Mikro und sprichst natürlich zum Bildschirm hin. Also musst ein bisschen lauter, glaube ich. Ich muss lauter sprechen? Ja. Ich bin nicht hier. Ja, wir sitzen hier seitlich zur Leinwand. Wir machen das mit einem Beamer. Das ist natürlich optimal. Optimal, aber ich meine, wäre schon von der Qualität gewohnt. Sorry, die Qualität. Lass mal nicht in Ruhe. Häng mal hin auf. Uhu. Oh, Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade doch mal ein bisschen die Fresse bekommen und gekriegt. Kruppel ich hier nicht rum? Das nervt. Ah, oh, das ist normal hier. Also wehleidig. Auch wenn das Licht ist ja. Das ist aber nett von dir und ich sollte mich vielleicht. Heilen lassen? Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ja,
geklaut. Eisenhand und Keule. Keule? Ja, hast du Truhe jetzt genommen? Nee. Gold. Da war irgendwas da. Ein Morgenstern. Aber kein Tommy Morgenstern. Hm? Aber kein Tommy Morgenstern. Nee, der nicht. Ich will meine große Rute mitnehmen. Das hätten wir keine. Nö, ich bin Elf, ich bitte dich. Ach so. Elfen sind dafür bekannt, einen mächtigen Anfall von kleiner Penis zu haben. Sehr schön. Beim Hochelfen-Kleriker, ich meine, wie viel kleiner kann der Penis denn bitte werden? Allein für eine Rassenbeschreibung. Es ist schön, dass der Heiltrank nicht aufgenommen wird, obwohl ich auf Viereck gedrückt habe. Auf Kreis, ja, funktioniert das nicht. Auf Viereck gedrückt habe, mehrfach. Random aus Spider-Man 3, deswegen ist so schmal. Einfällt, dass man abwehren kann, als ich gesehen habe, dass du abwehrst. Ja, ja schön. Obwohl, ja, jetzt ja auch falscher Punkt irgendwo. Also ist eigentlich klar, dass man abwehren kann, aber. Sollte klar sein. Ja. Aber ja, dran zu denken im richtigen Moment. Ich hau ab. Zum Klatschen. In Ruhe. Eigentlich bin ich ja tot, eigentlich darf ich ja nicht reden. Ja, Ausnahme. Ach so. Aber ist ja Hochelf, der kann nach dem Tod noch reden. Ach so, ich bin vor allem Indianer Elvis. Davon mal abgesehen. Hello everybody. Ja, das ist eine ganz schlechte Elvis-Imitation. Ein wenig. Ganz klein wenig. Love me tender. Ja, komm. Spiel fast. Nicht quatschen machen. Ist ja gut. Ganz ruhig. Ganz gesmooft oder was? Ja. Gucken hier. Scheiße. Pestwolke haben, glaube ich auch so. Das stimmt allerdings. Ja, jetzt hast du einen Segen aktiviert, das ist eine Mana-Regeneration. Achso, den aktiviert man bloß. Ich dachte, man muss laden, denn quasi. Ja. Hey, es gibt genug Spiele, in denen das so ist, Christoph. Das ist nicht schön. Ich kenne Champions nicht in- und auswendig. Das ist traurig. Jeder kennt das. Ja, natürlich. Man weiß ja, in den großen Hack and Slay steht das ja noch meilenweit vor Diablo oder so. Nicht. Hier gibt es immerhin mehr Klassen als in Diablo. Das stimmt. Wobei ich muss auch dazu sagen, dass ich Diablo auch nicht wirklich kenne. Ich habe nur mit dir ein bisschen Teil 3 gespielt. Ja, das war's. Okay. Oh, Mist. Ja, aber ich auch fast. Achso. Wo immer noch ich bald ein Level up. Und eine Pestwolke verursacht. Mana. Feuer dahin bringen, bla bla bla. Ich erinnere mich, glaube ich, dran. Das hatten wir, glaube ich, wir hatten ja schon zwei andere Charaktere, mit denen haben wir es, glaube ich, schon gemacht. Ja. Random. Ganz oft. Der Typ da. Da müssen wir hin. Du meinst den leicht suspekt aussehenden Typ mit der Kapuze? Genau. Das bin normalerweise ich, ein Rollenspiel. Naja, und auf der Straße. Ich bleib jetzt einfach auf Heilung. Scheißegal. Toll! Ich brauch das nicht. Außer es kommen irgendwie untote Gegner. Was wird von uns? Da schau an, wen haben wir denn da? Kaum ist die Katze aus dem Haus,
tanzen die ganzen Sterblichen auf dem Tisch. Was wollt ihr von Golnasin? Was wir von ihr wollen, Gol? Erstmal ändere deinen Namen. Die Artefakte, die ihr bei euch tragt, sie sind sehr reizvoll. Bringt mir eines davon und ich werde euch vielleicht einige meiner Geheimnisse erzählen. Hey, was willst du haben? Hat auch, also man muss echt sagen, die Synchronsprecher sind echt gut. Ja. Ja, da lang. Ich. Da lang. Oh, Sonnenglaschen, Feuer holen. Burn, baby, burn. Weil die so viel Feuer im Loch haben, weiß ich auch nicht. Eigentlich wäre es auch, wenn man zum Beispiel ein Feuer zaubert, wäre es eigentlich dreist, dass das Feuer trotzdem holen müsstest. Musst ja. Ja. Aber soweit denken ja die wenigsten Spiele mit. Wo es geht, ist Divinity Original Sin, wenn ich mich gerade nicht täusche. Da kannst du auch mit deinen normalen Feuerzaubern Sachen anzünden. Das ist nur logisch. Ja. Generell legt das Spiel relativ viel Wert für ein Rollenspiel auf Logik. Ist großartig, müsste man eigentlich auch mal spielen, aber sieht auf meinem Schlepptop halt einfach scheiße aus. Ja, Kion. Gut. Noch mehr von euch. Oh, ich bin schneller. Da dachte ich mir fast. Feuer. Voll voll. Ich hol mal voll voll. Brücke. Ja, ich war mir nicht sicher, weil du hast so eine Furzwolke um dich. Ich wollte uns nicht in den Tod schicken. Das war normal. Das ist ja ein Taub. Ich weiß. Geh mal weiter. Immer geradeaus. Oh, ich bin zurück und kämpfe. Also nichts mit voll voll. Ebene der Furcht. Toll. Wow. Sehr schön. Sorry, aber. Ja, das ist schlimm. Ich klopf auf meinen Heilungsbutton und was macht er? Nichts. Ja, aber du, wenn dein Leben voll ist, brauchst du nicht heilen. Ja, mein Leben war da. War da. Danke noch die Zuhörer. War da. Das war so ein Zehntel Balken. Mein Leben war weg. So hier. Okay, was soll da sagen? Hallo? Ja, komm. Ich hoffe, du sterben. Ich kann ja gleich mal kurz gucken, ob überhaupt irgendwas in den Sachen vielleicht besser ist als mein Zeug. Womit ja. Weil ich bezweifle. X. Oh, Pfeile. Ja. Wunderschön. Hey, bei meinem anderen Schalt, ich mich gefreut. 30er Hill? Ich habe gar keinen Hill. Ah, doch. Doch, ich auch reif. Das die Hose ist gut. Muss ich einen Löffel behalten? Natürlich behältst du den Löffel, okay. Der ist awesome. Das ist ein Löffel. Das ist mein. Ja, der Rest ist gleich. Oh, das ist ein 12, Medium. 13, okay, ich habe noch ein bisschen Heiltrank gedöns. Ein Burschen. Ein Burschen? Nein, eigentlich müsste ich doch noch. Hab ich doch noch eine Waffe gefunden. Ah, da. Tja, also. Nimm den Knüppler. Ja. Weil der macht ja nochmal extra Schaden. Ja. Und hat auch besseren Grundschaden, dass sowieso immer außen ist. Und dann also Kurven. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht, nö. Das nicht. Ich weiß ja nicht, was du hast. Insgesamt macht das 89 bis 102. Ja. Das ist schön. Ja. Aber was hier so ein bisschen fehlt, ist direkter Vergleich. Ja. Aber ist, glaube ich, ein bisschen der Konsole zu schulden. Ja. Okay, meine ist besser. Ist ja gerade auf PS2. Ja, das hat damit nicht viel zu tun. Ich glaube einfach, dass sie sich gesagt haben, das ist so eine übliche PC-Funktion, die wollen wir nicht. Na, dann heile dich mal noch ein bisschen. Schön. Jetzt können wir jetzt rüber. Cool. Und gleich einfach loskloppen. Ja. Kennst du. Jo, mach ich. Und da knüppeln wir alles nieder.
futsch, alles futsch. Nur Pfeile. Und Stiefel. Ja, Stiefel. Ja, ich brauche Schuhe. Nein, Elf, das ist fast wie eine Frau. Um richtig politisch inkorrekt heute zu werden. Ja, mach halt doch so. Glaube ich, brauche ich eher als du, das stimmt. Rücklatschen, Feuer holen. Aber wir haben beide einen mächtigen Prügel. Richtig mächtig. Hattest du nicht, ich glaube, ich hatte vorher deinen und habe dann meinen gefunden, der besser war. Aber generell sind ja die nur für eine Charakterklasse sind meistens die besten hier, oder? Ja. Es sollte eigentlich auch in Spielen so sein, finde ich. Bis auf die beste Waffe. Ja, bis auf sowas. Die kann natürlich der Hochelfenkleriker nicht nehmen. Weil sie kacke ist, weil es eine Klingenwaffe ist. Wollte ich gerade sagen, weil es ein Schwert ist, höchstwahrscheinlich. Der Magier, doch, der Magier kann. Okay. Also nur der Kleriker ist am Arsch. Ja, und dafür kann er wiederbeleben. Boah, ist auch was wert. So ab Level 25. Yay, das schaffen wir glaube ich nicht mehr in diesem Durchgang. Wuhu! Alles easy, alles easy. Das ist ja auch was die Bullshit war, ist schon. War ja glaube ich für Angriff oder Leben, glaube ich, oder? Ja, Knüppel, Stierhauer. Also ich weiß nicht, wo diese schwebenden Ebenen immer vorkommen. Herkommen. Ja, ich auch nicht. Kannst du auf den schlechten Maker spielen? Aber da sind sie doch durchsichtige Böden, damit es so richtig assi ist. Glaube ich, was ist. Wie mit der Marta am besten. Ja, sind die besten. Wollte ich gerade sagen, die Himmel der Marta ist am besten interessant. Oh, das ist Carnage, er ist rot. Du könntest eine Marvel-Lizenz haben. Haben die auch nicht, glaube ich. Bezweifle ich einfach mal. Also sie sehen echt verdammt ähnlich dem dünnen Venom aus dem Film und Carnage. Ich glaube, mein Heilen sollte langsam mal besser werden. Hast du mehr Skill? Ja, mache ich ja denn. Ich habe glaube ich fast alles auf Heilung. Ich habe ja den größten glaube ich auf Heilung gesteckt. Oh mein Gott. Brauche mehr Mana. Ja, ist ja gut, du kriegst mehr Mana. Ich brauche mehr Mama! Du hast eine, das reicht. Also ich denke, den Film Mama. Oh. Ja. Den eher unfreiwillig komischen Horrorfilm? Ja, das ist ganz scheiße. Ja, scheiße nicht, also war halt einfach nicht gruselig. Das ist auch nicht. Aber es laufen White Stripes. Jeder Film, den White Stripes laufen, kann schon nicht komplett scheiße sein. Ich ja. Weiß, das sind sehr komische Auswahlkriterien, die ich habe bei Filmen. Ich brauche keine Pfeile. Aber ich fand das Design von der Mama, ich gerade. Ja, das war sterbenslangweilig und schlecht animiert. Ja. Aber der Film war halt größtenteils eher zum Lachen, finde ich. Ja. Allein wenn die Kinder mit der gespielt haben, war es eher lustig aus. Komm, du nimmst die Flamme, ich mach an. Das geht. Sicher, zeig ich dir. Sag jetzt nicht, du furzt ihn direkt. Kann ich auch machen. Also ich meine, auch real. Nee. Guck mal. Sehr schön. Aber das war richtig ab. Oh, sag ich jetzt schon am Ende? Ja, ich also. Ich kann jetzt zwei von denen. Ich bin ja, das ist schon die ja. Ah, die auch nicht. Also, wenn sie überleben wollen, meine ich. Ja. Hier noch einer. Leer. Ah, hier sind auch nicht dabei. Dauert noch ein bisschen. Mehr Mana trinke. Ja, da. Hochmesser, die zu schwer sind. Die wiegen viel zu viel. Echt?
Ah, 20 Pfund für 40 Stück. Ja, gut. Das andere wiegt so 10. Der Pfeil wiegt ja fast gar nichts. Also ich. Wow. Eine Ebene der Furcht. Wow, das waren ziemlich viele. Ja. Man merkt, dass ich wie immer das Problem bin. Nicht so schlimm. Bei der Ebene sowieso nervig. Aber mehr als versuchen zu heilen kann ich ja auch nicht. Ja. Ja, heile mal. Oh, Tante. Jo. Seid willkommen. Alle 3 Minuten hier. Ja, komm, das ist jetzt schon einen Moment länger her. Ja, okay. Wow, das ist ja ein toller Hammer. Echt top. Die Warmesser sehen aber cool aus. Oh, das ist viel zu schwer. Sollten sie gut aussehen. Oh. Du hast noch Ohrringe gefunden? Ein Ohrring. Kann ich den haben? Wenn du ihn nicht willst? Nö, ich hab gar keinen. Kann ich wegwerfen? Aber im Kurvenmenü sind. Korrekt. Ja. Ja, Frist. Select. Ach ja, Verzeihung. Ah. Ich dachte gerade, willst du gleich reinspringen, ohne dass ich mich umrüsten konnte. Ja, umrüsten. Anrüsten. Naja. Der gesamte Prozess des Umrüstens. Hätte ja sein können, dass ich meine Ausrüstung ablegen will, weil das so viel bringt. So, ich mach bloß Mana wieder komplett, damit ich heilen kann. Mach's mal. Alles klar. Aktivieren. Und tschüss. Nicht so. Ach komm, das schaffen wir. Irgendwie. Und schaff dann mal. Wo du hier bist. Ach, ich bin das da unten. Hab ich gerade gewundert, worauf du hin willst. Schön, danke. Großartig. Ich bin ja am Sterben, weißt du? Du hast ab. Nummer. Handschuhe. Nee, der Stiefelmeister. Meine Schaustiefel. Schön, nochmal. Cloud. Das ist heile. Warte, die Schwurfspeere habe ich mitgenommen. Geil. In der einen Kiste 3 Sachen drin, ja. Ich brauche mehr Mana. Schön. Du weißt, wir sind das. Der Furcht. Wow, wie schnell sterbe ich denn bitte? Zu schnell. Ich bin weg. Bist du noch ein Level aufgestiegen? Nein, du bist das. Achso. Ja, das ist eine Todeskriegserfahrung. Praktisch. Ja, sehr praktisch. Oh Mann. Wir ziehen die Folge einfach in die Länge. Ja, ich merke das schon. Na hier, dann machen wir hier rein, aufrüsten. Mach ich. Intelli-Clu kann ich schaden. Ausdauer eigentlich auch nicht. Ist nicht. Oh, heiliger Schlag 8. Nicht wirklich. Wo ist denn hier rein? Das ist ein Segen. Oder ja. 10% schneller Mana regeneriert. Yeah. Segen und. Heilung. Heilung. Heilung? Ja. Japaner? Chinese? Ja. Und Indianer. Und Elvis. Ach, Heilung? Ja. Alles zusammen. Sehr schön. Tanzt das Brot. Tanzt das Brot? Alle zusammen tanzt das Brot. Kennst du das nicht mehr? Ja. Danke, das will ich nicht wissen. Du wärst das Brot zu? Ja, leider. Weil das Brot war ja fällt, ist mich doch okay. Daran habe ich mich überguckt.
Ich meine, du bist fast genauso drauf wie dann das Brot, nur hast du lange Arme. Ein Mana. Mana, Mana. Bebe, bebe, bebe. Komm mal mit GEMA. Renne. Renne Bogen. Hab ich mal gewohnt. Wo lang? Entlang der Karte. Ah, okay. Das ist auch ein bisschen für mittig, weil das auch ginst. Ja, mache Weg. Wie erst diese unsichtbare Wand verschwinden musste, dann wir loslaufen können. Mhm. Ja, du hast mich gerade gesagt, dass ich von ihm wegrenne. Zum Drehen hast du dann wieder was. Du guckst zu und machst mir was. Mach ich doch. Aber eben gerade. Hast du geguckt, ja, oh, schön, dass du da hoch die einprügelt. Ja, ist es doch auch. Ist ja nicht so, dass wir zwei Gegner waren. Also als ob ich da was ausgerichtet hätte. Ich dachte, das Beste ist, wenn ich wieder sterbe. Ich brauche mehr Mana. Was von dir? Ja, dann was von dir. Stabiler Reiterschild. Ja. Für die Reiterstellung. Wie funktioniert das? Mit dem Schild. Hm? Mit dem Schild, denn. Naja, das ist quasi zusätzliches Stoßgewicht für den Mann. Mhm. Ja. Muss hat ja noch mehr Arbeit. Ha, das ist gleichzeitig Training. Muss doch effektiv denken. Hammer. Gut, da jetzt nicht lang. Ist ja der Hammer. Oh, richtig Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Und Yoko? Hammer? Und Yoko? Yoko Hammer. Komm, was soll ich? Feuer! Und da hinten ist mehr Monster. Natürlich mehr Monster. Da hinten ist Feuer. Ja, da ist mehr Monster. Ist schon recht. Also grammatikalisch gesehen würde ich dir jetzt nicht zustimmen. Jetzt kommt zwei Wörter. Am Kreis konnte ich rückwärts springen. Nein, eigentlich nicht. Ich brauche mehr Mana. Sehr schön. Kein Mana mehr. Start. Oh Gott, du bist tot. Du hast gesagt, du bist tot und bist selber umgefallen. Ja. In dem Moment. Darum sage ich ja, du bist tot gleich. Ja, gleich, das kann nicht. Oh Mann. Das Gleiche, das brauche ich gar nicht mehr sagen, du bist tot, ja komm. Das so schlecht bin ich also. Naja, der Hochelfkrieger ist zum Wiederbeleben, also. Ja, der müsste eigentlich mehr aushalten. Also ich starte da, um wegzurennen und dann wieder zu leben. Ja, aber er ist schwer gepanzert. Ist er nicht. Kann ich nicht schwer loszulegen? Okay, ich kann auch umgelegt werden. Da weiß ich nicht. Ich stelle nach oben wieder. Wir standen auf der Ebene davor. Ich dachte, es ist sowieso klar, dass ich tot bin. Sehr gut. Wurfsterne.
Ah, und hier liegt so. Ah. Ich bin nicht der Videotaurus. Dann würde ich nicht so schnell sterben. Wobei, wahrscheinlich schon. Noch schneller. Man kann auch gegeneinander kämpfen. Ja, super. Gegen dich zu spielen dann. Nee, voll fertig noch schon. Ist noch ewig lang zum Sterben. Ich glaube, jetzt kommen hier wieder die zwei. Ja. Ist ja gut, dass das hier geht, nicht in anderen Spielen. Echt? Geht das denn nicht? Ja, vor allem in MOBAs geht es auf keinen Fall. Das wär total suboptimal, würdest du dich einfach raus teleportieren, wegen der Zeit, wo du lustig bist. Ist ja gar keiner mehr sterben. Ja, beim Endkampf geht das auch nicht beim Endboss. Ja, vernünftig. Aber wenn es eine abgezählte Arena ist, dann. Wenn er einfach so kommt, dann geht das. So, okay. Kurz gucken, ob ich irgendwas. Hab was ich wegschmeißen können oder verkaufen kann, besser gesagt. 41er Handschuh, nee, nicht wirklich. Und Kurzsperr der Säure. Juhu. Giftschaden. Brauchen wir nicht. Zurück. Wollen wir es ansprechen. Du musst es mit Fiat machen. Ja, ich weiß. Ich wollte sie schlagen. Schlag sie halt. Schlag. Das wissen wir ja nicht. Du vielleicht schon, ich aber nicht. Die sieht auch so aus. Ja, das tun aber viele und sind es nicht. Und die sehen auch ziemlich schlampig aus. Friede auf euren Reisen, Freund. Ich dachte ja, wir wären da wiederbelebt worden. Das ist. Ach so. War völlig unnötig. Okay. Einfach weiterklopfen. Also, wenn man von der Portalrolle wiederkommt, wird man an der, genau der Stelle. Ja, ja, genau. Ach so, okay. Entschuldigung. Ja, nicht so schlimm. Alles okay, alles easy. Versuch's mir zu merken. Und kleine Haare und so. So, doppelt so schnell das Mana wieder hoch. Um offen. Alles klar. Ach, Mensch. Ich werde es nie lernen. Ach, das. Aktivieren. Einfach gleich kloppen. Wenn es nicht funktioniert, dann einfach auf Scheißen und nochmal kloppen. Oh, was wirst du schon töten? Mich. Siehst du, so funktioniert alles. Wiederbeleben lassen und draufkloppen. Okay. Pfeile, ganz wichtig. Ja, das Sumpfgefühl. Wir kommen bald zu irgendwas Größerem, Hässlicherem, Fieserem. Nee, nur Größer. Auch Fieser nicht. Nicht Freezer? Nee, Freezer, Fieser, keine Ahnung. Wir sind alle miteinander verwandt. Ja, das ist definitiv. Na komm, Renne. Hilfe, er brennt, er brennt! Und er zieht giftige Gase hinter sich her. Und ich blitze, okay. Das ist auch nicht so viel besser. Ist die Ebene entspannter? Der ist eben der Krankheit. Also nein. Ja, hatte das als ein Nein. Ja, genau das ist es.
ätz mal wieder ein bisschen rum. Oh, ich weiß, dass ich ätzen bin. Hose. Oh, ab, auf den Truhen, wenn ich hier klein bin. Ja, gehen die Kleinen. Ja, trotzdem nervig. Was? Der eine kriegt. Eingekriegt. Eingekriegert. Wie heißt das denn jetzt richtig? Eingekriegt. Ich habe mich eingekriegt, würde ich sagen. Hoffe ich. Ich habe mich beruhigt, wäre glaube ich eher noch passend, aber. Ja, ich glaube auch. Aber eingekriegert finde ich immer noch am besten. Gibt's noch? Ja, die Spielmatte mit gut. Ja, sehr schön. Ja, fast in der Remix. Remix? Monsterton. Achso. Ich doch. Ich wollte doch. Was? Da kam jetzt gar keinen Sinn. Natürlich nicht. Also selbst für deine Verhältnisse. Gott, Streitkolben, Alter, der muss doch mächtig sein, oder? Soll ich gucken? So eine Bob-Waffe. Ja. Naja. Na, für eine Einhandwaffe ist das top. Für eine Einhandwaffe stimmt tatsächlich. Ich könnte überlegen, ob ich vielleicht das Schild. Weil ich sterbe mittlerweile ja doch relativ schnell. Hast du denn ein schönes Schild? Ein 86er. Da ist mein Blitzschaden, glaube ich, gerade noch effektiver. Wie viel macht dein Hammer? 41, 125 macht dein. 82. Ja. Du verreckst du noch schneller, weil du keinen Schaden machst. Theoretisch. Ich bin ja eh nur zum Heilen und Sterben. Heilen und Sterben. Tod nehmen, Tod nehmen, Tod nehmen. Genau. Ich bin da, um tot zu leben. Schön. Das ist wie die, wie wir sind Helden gesungen haben. Wir sind gestorben, um zu sterben. Nee, Moment, wir kommen, um zu bleiben, war das. Sterben und zu geboren. Um zu geboren? Zu gebären. Wir sind gestorben, um zu gebären. Nee, das ist richtig merkwürdig. Da haut wirklich irgendwas gar nicht hin, Porter. Komm, schaffen wir noch. Voll ist noch da. Komm. Ja, also, du wusstest, dass du das schaffst. Ja. Ich behaupte es jetzt einfach. Schön, dass du es behauptest. Hier müssen Level 2 kommen. Kein Mana. Nur 2 mehr auch nicht. Kein Mana. Soll ich ab? Oder soll ich zum Speicherpunkt zurück? Wenn du schneller rein kannst als die, was für Zweifler? Okay. Ist ja gut. Ich verschwinde ja schon. Oh, nee. Immer zur Ebene der Ebene. Der Ebene der Ebene? Nee, die gibt's glaube ich. Ist ja gerade so ein bisschen Stream-Atmosphäre. Welche Stream-Atmosphäre? Wir trinken die ganze Zeit um bestimmt. Mach mal so. Ich weiß. Doch, trinken wir ein. Seid willkommen. Ja, seid willkommen, lasst uns in Ruhe. Du hast. Schön. Alles ist weg. Kann keiner brauchen. Mist. Die ganze Scheißplan-Rüstung braucht halt keiner. Viel zu schwer. Frag mich, wie die das alles tragen können. Ach, 4 Dimensionale Tasche. Ja. Minimum. 5 Dimensionale Tasche? Ja, so ungefähr. Ah, oh, das ist noch ein schöner Stiefel. Ganz unten. Ganz unten wie? Oh, wunderschön. Stufe 19 des Kampfes, ja. Nur für Krieger. Haben wir nicht. Hier sehen die cooler aus. Ja, du bist auch Duge 12. Duge 12. Ja, logisch. Ah,
dachte, du kennst ja gar nicht Nummer 12. Also Zug, wo wir nach Leipzig gefahren sind. Okay. Also ein nerviger Typ, das ist übrigens der rumgepöbelt, der hat den T-Shirt mit der Nummer 12. Aha, okay. Den hatten wir auf der Rückfahrt auch. Oh. Moment, ich glaube, den nehme ich mir. Und die Clubbonus? Hm, ich guck mal kurz, was ich habe. Alles klar, weg damit. Hast du. Hallo. Kannst du ja auch verkaufen, ne? Ja. Die letzte Generation. Jetzt bin ich ganz schlau, weil ich einen Kragen um habe. Krag dich mal ein wieder. Wow. Buja! Nee, ehrlich, in dem Fall. Hab ich richtig hart gedießt? Du hast vielleicht richtig hart genießt, dann hab ich das nicht gehört. Weißt du, ich komm wieder und flieg sofort auf die Fresse. Oh, ich kann das! Ja. Ich sterbe! Wie eine Frau. Moment. Naja, fast. Hast du einen weiblichen Charakter? Natürlich. Ach stimmt, es gab jeden weiblich, war ich ja so. Außer die Tiere. Hm? Außer die Tiere sind sächlich. Ach so. Ich fuchte nicht selbst. Also voll rum. Ich habe mir das nicht wirklich ausgesucht. Ja, mach mal. Komm, mach ihn da fertig. Nee, ich stehe nicht ewig rum. So, Blitz. Blitz ihn in den Rücken. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal aufgestiegen hier. Bist ja bloß. Stärke. Stärke kann man immer brauchen. Was Neues. Mein Schild. Skelettbeschwörung. Nächste Stufe. Hm. Ja, Schildschlag. Unterdrückende Kern. Vermessungen bei Armee ausheben. Stufe 30. Ja, auch das dauert doch nur noch ein kleines bisschen. Bisschen. Das ist so ein Schuss, ja. Alles nicht so überknockert und so hat. Warum spitzt denn dann? Weil ich es kann. Achso. Oh, mal gucken. Ja, das kann ich nicht weg. Nee. Auch keine Ahnung. Nimmst du doch auf, weil was das haben willst. Kommt ja nicht. Das geht mir schön. Ja. Krieg ich ja wieder Punkte für. So. Kann kein Schild. Das ist Platz. Das ist weg. Schild ist gut. Okay. Aha, du hast keine Erfahrung. Moment. Wollen wir da rein oder wollen wir da nicht rein? Wir müssen da rein. Achso. Wir können uns das nicht mal aussuchen. Ich dachte, das ist ein Open-World-Spiel. Schon mehr. Nee, ich glaube, dann wäre es nervig. So ein Spiel in Open-World. Oh, Vorsicht, bei Ninja, die vorher gesprungen kommen, die da vorne. Und hier an der Seite. Ja, muss ich hin. Ja. Auch sicher nervig. Die haben eine Nervgarantie. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich kann das. Ja, ich meine, deswegen sag ich ja nicht jeder. Sehr schön, dass man hier so viel sieht, ne? Ja, da praktisch mit den Ninjas kommen. Friede auf eurem Reisen. Yay, hey, ist hier irgendwo. Ja, du rennst da rum, Leute. Bis dann in der Ebene der Furcht. Ah! Jetzt bin ich hier putzen. Warte, dann müssen wir hier gleich wieder Top-Einstellung machen, wa? Ja. Gleich beim Beamern. Ah, oh, warum hast du den? Ich brauche
Licht eigentlich? Kann man sich leisten, Licht. So, einfach. Ich habe hier nur einen Löffel. Geht das auch? Nö. Ich glaube, das ist ein Menü. Kannst du mal sehen. Gefunden. Und das war Dunkelheit. Immer das ist Helligkeit. Oder halt Sonne. War schon viel besser. Oh, jetzt sollte man die sehen können. Nimmt aber ein bisschen die Stimmung dadurch raus. Aber nützlich ist es allemal. Und ihr bemerkt es nicht, weil für euch bleibt es dunkel. Was nützt uns die Stimmung, wenn wir nichts sehen? Ja, es gibt Spiele, die spielen damit, dass man nichts sieht. Ja, schaut es. Nee, bei Horrorspielen ist das nicht bescheuert, das ergibt sehr viel Sinn. Spielst du Horrorspiele? Alan Wake. Gerne. Alan Wake, ja. Ja, toll. Und es gibt auch so Spiele, wo es halt einfach ein bisschen dazugehört, dass es an der Position dunkel ist. Oh, da, der mag mich. Ja, der mag mich. Jetzt ja. Was muss ich machen? Hallo, El Bogus Schützus. El Bogus Schützus. Turbo Schütze? Toto. Also Toto. Toto. Die Toto. Ja, ist sie tot. Brauche ich nicht. Die Toto-Frucht. Bin schon tot genug. Nicht richtig. Alle 3 Minuten. So nicht so. Danke. Ich bin ein Elf, ich bitte dich. Deine 12 auch. Die können sich auch nicht verstecken. Na, wozu, auch wenn kein Dreck an sie dran kommt? Das meine ich. Die checken das nicht. Die glauben das vielleicht, ja. Oh, nichts. Ja, gut, das liegt daran, dass du in der Brille nicht auf was du blind bist. Wenig. Also nicht gesehen. Ja. Dann geh nicht drauf zu. Hast du die gesehen? Jetzt ganz ehrlich. Ja. Sie leuchten auch auf, wenn wir sie anvisieren quasi. Vorsicht. Bis dann in der Ebene der Furcht. Das Vorsicht kam ein bisschen spät. Nee, nein, das kam viel zu früh. Das habe ich aber rechtzeitig gesagt. Aber Vorsicht vor der explodierenden Truhe hättest du nicht anfügen können. Einfach nur Vorsicht! Ja, Vorsicht, ich bleib mal stehen. Ich hab vergessen, dass es explodierende Truhen gibt, Mann. Der explodierende Truhen gibt, Mann. Mann. Mann, Mann. Was mach ich? Hast du die Blockierer, hast du sie sehen? Ja, hab ich. Mann, 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 ey. Bist Mann, ey? Ja. Ich die könnte man hier spielen, Alter. Das wäre einfach das Spiel. Ja, das wäre alles One-Hit, das zählt nicht. Durch pure Männlichkeit. Ich glaube, das ist ein elektrifizierendes Erlebnis für dich, ne? Ja. Ja. Ja, einfach ja. Ich habe sogar den Schatten vorher gesehen, bevor sie hingesprungen sind. Ich glaube, jetzt können wir ein paar Bogenschützen, die nicht fertig sind. Ja. Ach, weil sie weglaufen. Ja, aber das nervt mich. Ich wollte einfach nicht sterben. Weil ich nicht ziehen können. Ich wollte einfach nicht sterben, sicher. Ich bin doch schon tot. Beruhig dich, Kleiner. Sie sind tot. Das sind brave kleine Polygongegner. Bis dann in der Ebene der Furcht. Tschüss. Schon wieder. Ah, nee. Die Folge wird so schön kurz. Normal. Boah. Nee, die Folgen jetzt ja sowieso länger. Ich bin sehr froh, dass ich nicht an ein Limit gebunden bin.
Ja, das wäre extrem doof. Na okay, wenn ich ja dran rumschnipseln, dass es Viertelstundenfahrt sind, aber... Seid willkommen. Womit können unsere Alter, Händler euch helfen? Mach ich nicht. Schwitzen wie ein Tier, ey. Ach was, nur weil sie gefühlt 80 Grad in der Wohnung sind. Wenn schön, wenn schon 80 Grad. Hust. Hust? Hust. Ah, Hust. Ah, Jack. Der auch. Alter. Verwalter. Oder nur Walter, ist mir auch egal. Walter. Einfach nur Walter. Noch nicht vergessen, Fettus Maximus anzurufen, ne? Ja. Machen wir gleich nach der Folge. Ach voll, dann folgt man hier auch zurück. Nicht, ich halt. Ja. Ich dachte, du musst doch, weil du die Rolle benutzt hast. Weiß ich nicht. Du Barrel Roll. Barrel Roll. A Barrel Roll. Barrel Roll. Eine Fassrolle. Barrel Roll. Wir müssen mal Light Wars spielen. Das ist cool. Sieht so scheiße aus heutzutage. Stopp. Ach, und auch bald ein neues. Star Fox. Freue ich mich schon drauf. Star Fox. Auch wenn es umstritten ist, wir als Truppe haben damals dermaßen viel Star Fox Assault gespielt. Zu viert immer mit dem Crusader und Cliff. Cliff und Martin. Ja. Und dem alten. Nein, das sage ich jetzt nicht. Den hier. Genau den. Ich habe eine Kurzkeule gefunden. Ich bin da ja nicht, wir sind hier falsch. Also, wir sind hier falsch. Sind hier falsch, oder? Wollen wir türkisch moderieren? Nein, das kommt glaube ich falsch. Außerdem ist das deutsch-türkisch. Richtig türkisch können wir beide nicht. Turk-deutsch. Oder auch, wie war es? Kreuzbergisch. Kreuzbergisch. Glaube ich. Ja, okay, es gibt noch einen anderen Begriff dafür, den finde ich auch ein bisschen diskriminierend. Turk-deutsch. Nee, wie war es? Kanaksprak. Also zumindest wurde das in der Zeit einmal so bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob das denn aufgrund Political Correctness entfernt wurde. Ein Sterbenin? Ja, ich freue mich hier so ein bisschen nach vorne Sterbenin zu kommen. Schön, dass sie nur auf dich gehen. Ja, das finde ich sehr praktisch. Ja, es ist tatsächlich. Vom Spielerischen, ja. Also für mich so voll scheiße. Natürlich ist das scheiße und eigentlich ist das auch kein Zeichen von gutem Game Design. Das ist wie Flyve. Einfach mal nebenbei Spiele dissen. die abhauen hier. Zieh mal früher fertig gemacht. Freut dich ja. Wieso hast du es nicht? Hat nicht funktioniert. Das ist sauber, du kannst doch schießen. Ich habe aber nur. Also, das ist nicht fett hässlich, ich weiß. Ich habe Leuchte, Aura und Heil auf Furz. Ich kann gerade nicht schießen. Das müsste ich jetzt umstellen. So, jetzt sind wir hier oben richtig. Noch eins. Doch. Gab schon genug Bogenschützen. Und ja, Typ kommt. Mach mal. Was willst du? Das hab ich gut zu leben. Natürlich. Der kann das ja auch. Ja und? Sie muss das ja nicht machen. Ja. Ist ja nicht suchen. Ich habe das Gefühl, uns gehen langsam die Rollen. Sollen wir nachkaufen? Vielleicht kann man die nachkaufen. Ich habe ja schon ein bisschen nachgekauft. Das wäre so schön für den Hardcore-Modus für das Spiel. Also, man kann keine Portalrollen kaufen. Und keine Heiltränke. Also, du darfst auch nur einen Speicherpunkt am Anfang geben. Von jedem Level. Ja. Das wär Iron Man-Modus in XCOM. Da speichert das Spiel von sich aus. Ich brauche mehr Mana. Ja, und mach's mal hier auch.
Heilung ich oder so? Mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Guck dir Mana. Mach dich doch. Ja, mache. Seid willkommen. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Oh, wir haben so viel gefunden. 3 Meter gelaufen. Ist doch so. Endlich sitzen. Endlich sitzen wir uns da hier liegen. Oh, ich hab eine Glyphe. Eine schöne Glyphe, ja. Für Intelligenzbonus. Sehr schön. Ja. Durchaus nicht schlecht. Ja, aber hier heb ich mir noch eine ordentliche Rüstung auf oder so. Ja. Ein bisschen. Oh, wunderschön. Sehr schön, was du alles nehmen kannst. Gar nichts. Ich bin Kleriker, ich darf nichts benutzen. Kannst du nicht mehr. Auch kaufen kannst du ja auch machen. Anlegen halt nicht. Ja. Ach ja, warte. Wo ist vergessen? Gucken wir hier wieder ein paar. So, weiter plügen. Weißt du denn? Ich bin Elvis Imitator. Aus Sina. 3, 2, 1, go. Ach ja. Genau. Scheiße, ja. Das Bild ist auch so uneindeutig, finde ich. Ja, das ist kacke, aber halt. Das ist genau. So, kleine Gegner, ne? Aber. Gar nicht mal hier. Jetzt mal raus. Der kommt auch nicht mehr. Die Krabben nachher. Krabben? Octopus, Krabben. Sicher, Viecher. Schlag mich tot. Nee, ich will dich nicht tot, oder? Weil die Viecher sind. Bleib mich an, mich nicht! Wäre doch an und für sich passend. Abgenutzt da immer Grünschild. Okay, wir gehen einfach mal auf den, den wir zuerst sehen. Schon dabei. Keine Panik. Hier ist er auch noch nicht. Wir starten in der Ebene der Furcht. Ja, ich bin schon wieder tot. Boah, kann ich dran gewöhnen. Kann man sich dran gewöhnen? Wow. Ja, aber das ist schön. Möchtest du den Kanal übernehmen? Wenn du dann tot bist oder was? Nö, jetzt. Bin doch schon tot. Stiefel, Schuhe, für mich. Alles meins. Ja, nachdem du diese Woche 4 Paar Schuhe gekauft hast. Ich hab 3 Paar Schuhe gekauft. Ich weiß. Ich rund nur auf. Von 3 auf 4. Ich hatte 4 mit. Ich brauche mehr Mana. Jetzt komm hier wieder. Oh, noch eine. Ein guter Zelt vielleicht. Ein Claymore. Die ist als erstes sehen, ja, habe ich gesehen. Du stehst. 3 Meter fertig, 80 Meter. Ja, aber die gerade Linie war zu dir. Okay, kann ich. Die haben vielleicht ein Blickfeld gefunden, genau geradeaus, wie Willi. Wenn's hell ist. Wenn's hell ist, genau. Oh, das nächste auch. Nötig. Ja, das Ratte im Käfig. Und auf. Oder Rattenschädel. Rattenschädel halt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Totenschädel. Toter Ratte. Eine Todesratte? Eine Todesratte. Was hat sich mal wieder teleportiert? Nö. Ja, uff. Da willst du nicht. Doch. Eine Pfeile. Liegen lassen. Scheiße. Ja, brauche ich bei dem Schar ja nicht. Gott sei Dank.
Das willst du wieder irre machen, weil ich Pfeile beschwöre? Nein, weil ich alle hier schon tot sind, bevor wir ankommen. Ach so, stimmt, da war ja auch. Es war aber nur auf der Ebene des Rasters. Ja, das ist wow. Sicher die Kraken. Ich hoffe, es ist tot. Ja, es sieht tot aus. Mach mal, ja, sehen die eklig aus. Mach mal hier Heilung. Die kündigen, das ist ein ganz schlechter Assassin. Die kündigen so mit dem Kreischen an. Ja. Aber wenn du wegrennst vor denen. Wenn du auf den Zug gehst, dann sind die ganz weiter. Also wie alles hier. Ja. Ja, soweit sie in den Schatten springen, haben sie halt auch dieses. Ja, jetzt zur Info, Hawk hört das alles nicht. Aber der kennt die Töne auswendig, der weiß, an welcher Ton kommt. Hey, Mama. Ich habe eine zwergische Route. Das geht. Geld. Oh, ey. Ich trage jetzt schon zu viel. Das ist traurig. Also vor dem Endgegner, ja, hier guck mal. Nicht wegrennen, einfach auf die Wien. Einfach losklappen und das ist schon. Sieht irgendwie ziemlich bossig aus, finde ich, dieses Vieh. Also, das bezeichnet mich als Boss. Ich trage jetzt schon zu viel. Ich kann meine Lederrüstung tragen, sehr schön. Freut mich. So vollpackt? Anscheinend. Ja. 221,9 von 222. Scheint voll zu sein. Okay. Das ist doch ein bisschen. Ich hab ja auch viel zu viel. Weil du bist auch bald voll. Ja. Ach, ich hab einen Dreizack. Bin glücklich, ich hab einen Dreizack. Und ein gezwirbeltes Schwert. Ausrüstung. Ja. Verrostet. Ja, hämmern lieber weiter. Ja, voll. Ja, jetzt bist du uns dann scheißig drauf. Ich trage okay, jetzt okay. Schon zu viel. Mal so, ich mal den hier. Kennst du die Tasten kurz? Vier und sechs, das ist total schwierig. Ja, das ist hardcore. Ich war mal im Chor. So anderthalb Jahre lang. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Seid willkommen. Ich muss es ja mal erwähnen. Dass ich mal so dachte, ich könnte singen. Oder meiner Mutter dachte, ich könnte singen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist deine Mutter. Du bist dafür zu intelligent klug. Ich wusste gleich, dass ich scheiße bin, meinst du? Ja. Oh. Passt. Oh. Ich mag einfacher, ja, das ist eine einfache. Ja, trotzdem. Man kann nie genug Mana trinken. Guck mal, wie viele Waffen ich benutzen kann. Okay. Doch, da. Den. Grabbinder. Mit der Name. Süßer Name. Giftschaden. Was, 125? Boah, 90 bis 125 ist annehmbar.
Mana Regenerationsohrringe. Was war hier von Ring? Ja, der ist ja nicht schlecht für dich. Wenn ich ihn irgendwann mal unter Umständen vielleicht benutzen kann. Oder das Geld dafür hätte. okay. Ich nehm Axt. Du nimmst Axt. Ich nehm Axt. Das ist mir Freuden. Ausrüsten. Ausrüsten? Ausrüsten. Was soll denn hier für ein Dreck? Alles, was wir nicht brauchen können. Mana-Regeneration, auch keine. Doch. Starke Bonus, Gesundheitsbonus. Bonus. Scheinblüfe, Intelligenzbonus, Geschicklichkeitsbonus. Deine Maus blinkt die ganze Zeit und lenkt mich ab. Weiß nicht. Muss so runterschieben. Du kannst dich ja noch bewegen, das ist genauso schwer. Mal hier ausrüsten. So. Auch schön 4% kritische Treffer reingekloppt. Muss ja irgendwie Schaden machen. Hast du ja so nicht. Oh, da ist plötzlich Schmetterling aufgetaucht. Oh. Rechts. Ja, schön, sehr schön. Gut, wir sind relativ voll. Ja, voll sind wir immer. Also er vielleicht, ich nicht. Ja. Ja. Muss sie deinen Job ja irgendwie schön trinken. Das stimmt allerdings. Mit mir zu arbeiten. Das ist echt schwer. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie nervig ich eigentlich bin. Ihr kriegt ja nur die gute Seite von mir mit. Oh Gott, wenn das schon die gute Seite ist. Oh, das ist auch eine gute Fee. Das stimmt allerdings. Ja, da, nein. Mein Fass. Fass die Maike Fassbänder? Hast du gesehen, ich hab Pretty gemacht. Hast du gesehen, ich hab Pretty gemacht. Mit 4% in 5 Schlägen, 2-mal kritisch. Ja, ist so gut. Das war huge. Und ich kann leuchten. Ja, ich auch. Nee, du kannst stinken, das ist was anderes. Ich leuchte, Dein Handy? Nee, dein. Wo ist mein Handy? Weiß ich nicht. Wo ist mein Handy? Ganz cool. Guten Tag. So. Warte mal kurz. Machst du Pause? Jo. Geht ja. Nicht. Glaube ich. Mal gucken. Das ist schön. Können wir gerne machen. Gibt keine Pause. Halt die Fresse. Ja? Da Rock gerade beschäftigt ist, flüstere ich einfach ein bisschen mit euch und spiele am Mikrofonständer rum und mache ihn dabei kaputt. Okay? So, funktioniert schon viel besser. Und dann schlägt das Mikro auch mal aus, weswegen ich plötzlich total laut wirke, obwohl ich flüstere. Herrens, Alter, beschauter Penner. Ich weiß es nicht. Ruf dir an, um mir zu sagen, dass dein Essen gut schmeckt. Sag jetzt nicht, dass es Monkey war. Natürlich. Ich dachte, der stirbt gleich. Nee. Essen schmeckt gut. Großartig. Absolut großartig. Wie du nur sagst, er ruft mich an, weil sein Essen gut schmeckt oder nicht. Das ist zum Kotzen. Ich habe einen Gast, ich habe einen Christoph-Trank gefunden. Ja, schön, dass du ihn gerade gefunden hast. Hast du gerade genutzt, oder? Ja. Instant. In real life. Jetzt wird es noch wärmer hier. Die 100 Grad Marke wird langsam erreicht. Und es stinkt. Oh Gott, wir sind so geschmacklos. Hast du einfach jetzt mal mein Zeug mitgenommen? Das darf schon sein. Ich bin schon wütend, die noch jetzt. Wieso, weil sein Essen gut schmeckt und es keine Pausetaste gibt? Ja, sehr gut. Okay, trotz Heilung verreckt. Oh,
Kein Mana mehr. Kein Mana mehr. Ich bezweifle, dass das ausgeht. Wow. Kein Mana mehr. Kein Mana mehr. So viel raus von mir ging, oder wie? Ja, muss ja. So. Muss ja irgendwie was reißen. Ich glaube, ich bin jetzt noch lauter, weil das Mikro jetzt näher an mir steht. Den dreh doch einfach Stücke, das ist gut. Fick dich einfach Mikro. So, ist doch schön. Ja, jetzt zeig's auf dich, das ist noch viel besser. Naja. Weil du dich wegdrehst. Nee, ja, man hört. Das ist so ausgeglichen und so lautstärke. Ja, man hört mich ja auch. Was dachtest du, was da passiert? Das ist so laut. Ach nee. Abi? Ach nee. Ach nee. So einen schönen Grutzemacher machen wir. Du machst so einen richtig schönen Grutzemacher? Der hört das eh nicht. Oh, schade. Muss ich mal noch anschreien. Anschreien? Ich muss noch für anschreien. Ja. Ja. Sollen wir zurück hier, oder? Ja. Lass loskneten, lass loskneten. Ja, mach mal. Funktioniert auch mit dir. Ja. Sie sind gerade mit Sammy Airlines geflogen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Absturz. Einfach. Kennst du. Ja, das ist so. Das ist das Grundprinzip eines Hack and Slay. Man hackt und schlechtert. Ja, hier muss jetzt vielleicht auch komisch. Motorrolle! Beruhig dich! Hier musst du gleich der komische. Was? Bleib mal hinter mir, Junge. Genau deswegen. Hey, geh mal zurück. Hau ab! Verzieh dich! Der Peiniger. Der Peiniger? Ja, der da! Der nervige Typ. Vorsicht, der ist stark. Ah! Du hast von hinten mit Pfeilen. Ja, ich weiß. Ich hätte diesen Spruch jetzt deutlich schon zu oft gehört. Hinteren liegen, dass ich auch verrecke. Ich finde doch diese voreingestellten Sachen so geil. Schau mir zu, wie ich ein großartiges Spiel spiele. Ich könnte den größten Schrott spielen, das würde erst vom Standard aus stehen. Sehr gut. Ja, lebe wieder. Lebe! Ja! Ja, bist du bereit oder? Abkacken. Abkacken. Ich hoffe, wir werden jetzt bei mir wieder leben. Erstmal abwehren und zu mir. Erst zu mir rennen, dann abwehren. In die andere Richtung. Ach, wir sind hier in dem schönen Bereich. Darfst du den. Oh, ja, das ist schwer. Ich bin auf euren Reisen, Freund. Ich bin tot. Ah, Mensch, falsch hast du. Erst vier. Bei Umkehr funktioniert das nicht. Nicht? Ja, aber du direkt hast offensichtlich das Menü. Ja, dann drücke ich Fake und dann verkaufe ich an niemanden. Ich verkaufe an niemanden. Viel geht denn, glaube ich, gar nicht. In dem Menü. Oh, ich bin mal tot. Freust dich richtig drüber, ja? So. Eine neue Erfahrung. Ja, echt, muss ich sagen. Also, schon geil, sie fühlt. Du Ass. Weißt du was? Ich rufe gleich jemanden und sage, der Christoph schmeckt auch gut. Schön. Weißt du, was der denn sagt? Ja, verstehe ich dich. Ja, mein Piffi. Mana Fiola hast du? Freut mich. Bist du dir denn aufgestiegen? Ja, das ist schön. Ach stimmt, den sollte ich vielleicht mal kurz, sonst kriege ich ja keine neuen Erfahrungspunkte. War ja in dem Spiel so. Ja, mal angucken, Müll finden wir. Boah, schöner Morgenstern. Blendendes Licht. Yay. Also einen schönen Tommy haben wir gefunden.
Einen prächtigen Tommy. Einen prächtigen Tommy. Und einen Adlerkopf haben wir gefunden. Ja, der ist ein Durchfall. Ein Durchfall. Yay. Ja, oh Mann, Jörg, schmeiß ich jetzt mal deine Hosen weg, wa? Weil die sind jetzt nicht so schlecht. Ja. Das ist schön. Ja. Nee, dann sterbe ich noch schneller. Das muss nicht sein. Da liegt sie. Pfeil her. Und dem da? Hey, dem da. Es ist der da, der da, der da, der da. Das da, das da, das da, das da. Na, hier lang, hier erstmal. Okay, jetzt kann er. Machen wir schon die Tür. Da oben ist er noch. Hast du den? Ja. Ich wurde getroffen. Schön, frag mich. Ich hab Musik. Da, da, da. Vorsicht, Eisschütze. Die müssen wir auch. Den müssen wir langsam ausschalten. Verstehst du mal? Eis macht einen langsam. Der war voll Freeze. Hä? Das war schon fast eine Tobias-Aussage. Sehr schön, freut mich. War das gerade der Mitbus? Warum? Weil hier noch so viel kommt. Wow, muss irgendwie noch was hinten anhängen, oder? Ja. Langweilig hier, Busende, fertig. Ah, es ist halt so altbewährt und so. Haben wir die Scherbe schon? Nein. Hätte ja sein können, dass... den gleichen Raum dahinter liegt, da wir bekämpfen jetzt hier noch irgendwie 20 Bogenschützen, dann ist da noch ein Raum und dann ist da noch ein Horst. Ja, Horst kommt auch noch. Vorsicht, Pfeile. Vorsicht, Pfeile. Der war auch meins. Gelähmt. Nur alles sein. Oh, drei Heilungen. Wie mein Vierknopf auch so richtig geil funktioniert. Beigebrochen ist diese Knochen. Ja. Ich trage jetzt schon zu viel. Weil die haben fünf. Kann ich meinen Vertrag aufheben? Zu viel. Ein Stück Papier. Ja, aber ein schweres Stück Papier. Ich hätte ja nicht. Nimmst du ihn jetzt mal oder nicht? Da war noch eine neue. Ich hab die alte doch schon genommen. Sorry, das war keine Absicht. Und dann war sie schwanger. Ich trage jetzt schon zu viel. Du wolltest nicht mal eine Portalrolle heben und willst ein Schild mitnehmen? Ja. Probieren geht über Studieren. Ja, der war lahm, ich weiß. Ich würdige das nicht mal eines Satzes. Hallo? Beim Tennis. Oh. Dö. Rennst du jetzt mal nach vorne? Oh, ich will meinen Mannetrank mitnehmen. Kann ich die Scherbe aufnehmen? Warte mal. Muss ich eigentlich, die sieht ja gar nicht. Was haben wir denn da? Toll. Jetzt müssen wir noch zu Depp zu. Gott sei Dank nicht. Dann gibt's das hin. Achso. Osten! Auf in den Osten! Sind wir doch schon. Stimmt. Wir können ja noch Osteuropa. Wollen wir nächstes Jahr, damit du Eis kaufen kannst, was wenig kostet und viel ist. Viel für wenig. Das ist super. Viel Eis für wenig Scheiß. Voll krass, Mann. Wow. Ja, was du wieder. Boah, er hat ein großes Ausrufezeichen über seinem Kopf. Vielleicht müssen wir zu ihm. Ihr könnt euch die Macht
die ihr in euren Händen haltet, nicht vorstellen. Es ist massiver Hass. Keine Angst. Nicht jeder, der es besitzt, wird wahnsinnig. Außer ich. Es kann nicht zerstört werden. Aber versucht nicht, es loszuwerden, indem ihr einen Abenteurer reinlegt. Ich soll nicht reden. Das habe ich mit einem ähnlichen Relikt getan. Dieser Abenteurer hat meinen Gott vernichtet, Innoruk. Und dafür habe ich teuer bezahlt. Warte. Ich habe meinen Prinzen verraten und wurde dafür verbannt. Aber ihr seid bestimmt nicht hier, um etwas über vergangene Zeiten zu erfahren, oder? Nein. Ihr möchtet wissen, was diese Scherben des Hasses vermögen. Aber nicht nur ihr, fürchte ich. Denn der gesichtslose Kasigthule trachtet ebenfalls nach ihnen. Ihre Geheimnisse sind so mächtig, dass derjenige, der sie besitzt, den Geist in... Eine einzelne Scherbe ist nicht viel mehr als eine Belastung. Aber zusammen, vereint, können die Scherben des Innoruk den Sehr Prinz spannend, des Hasses wiedererwecken. Es ist gerade viel Namensgebäsche, das ich nicht mehr verstehe. Weiter. Innoruk und Kasigthule. Ja. Und beide sind böse. Ja, Kasigthule ist ein Anführer und Innoruk ist ja der Ohr. Ah, okay. Oberarsch. Ja, nehmt sie und ich werde wieder frei sein. Ihr wisst, was zu tun ist. Jo. Also wir holen die Scheren, damit Kasigthule die nicht kriegt und den wiedererwecken kann und ja. Alles klar. Und auf Müllsal, das ging dann so. Achso. Logisch. Es gab ja eine Wahl zwischen Gut und Böse. Ja, genau. Habe ich glatt vergessen. Ich weiß, ich glaube, ich schnipse das zu Hause doch zusammen in 3 Folgen. Geht ja. Ja. 1,5 Stunden müsste das euch nicht am Stück antun. Ach nee. Das dauert so wieder 1/2 Stunde. Das sind wahrlich schlechte Neuigkeiten. Die Scherben dürfen nie in Kasigthules Hände fallen. Denn der Fürst der Furcht verfügt schon über genug Macht. Momentan bereitet Bertoxolos, der Fürst der Krankheit, seine Schergen auf die Invasion der Ebene der Stürme und den Kampf im Wald von Feendunkel vor. Er arbeitet gerade die letzten Details für die Portale aus, die seine Armeen dorthin befördern. Ihr müsst sofort zur Ebene der Krankheit und ihn aufhalten. Okay, dann ja, verkaufen wir noch ein bisschen Scheiß, während wir uns verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß an der ganzen Quakerei. Sehr schön. Ja, sonst? Ja, sonst ist... Nächste Folge. Ja, sonst nächste Folge, das trifft es ganz gut. Also eine der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten und vielleicht kommt noch ein bisschen mehr mit dem verrückten Vogel hier. Ja, eventuell. Eventuell unter Umständen vielleicht. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, ihr habt euch wohl, euer Simnissel.